Moin Leute, willkommen zum zweiten Tag der Clash Royale Woche. Gestern ging es ja los, heute ist es auch Dienstag. Ich nehme es jetzt mal direkt am gleichen Tag auf. Grabstein. Kann ich das Grabstein wahrscheinlich upgraden? Das ist natürlich praktisch. Das Grabstein finde ich eigentlich auch nicht so schlecht. Aber eigentlich würde ich den Packer gerne spielen lassen, aber egal. Wir haben in der letzten Folge ja ihn hier gezogen und richtig krass abgegradet. Dann zocken wir heute wieder drei Matches. Das läuft jeden Tag das gleiche. Mal schauen, wie wir heute landen. So, eben eine ganz bittere Niederlage eingefahren. Die habe ich euch gar nicht gezeigt. Es lag an meinem Problem, aber jetzt zeige ich euch die Matches. Nummer 3. So. Riesenskelett nach vorne direkt. Jetzt sollte ich es euch erst zeigen, ja. 1-0 direkt. Das wäre natürlich richtig schön. Wäre natürlich richtig schön. 1-0. Los. Weiter. Barbian, haltet ihn auf. Ganz stark. Die Barbian machen das. 1-0. Führung. Die Mini-Packer direkt mal durchlassen lassen. Und dann vorne direkt mal was in den Sturm bringen. Den halten wir locker auf. Normalerweise. Ja, locker. Ganz locker. So. Die halten den nicht locker auf. Das ist auch schon Vorteil. Schweinereiter, los. Komm. Komm. Der Drachenbaby, los. Es steht fast das 2-0. Aber das brauchen wir auch. Ah, schade. Wäre nicht immer so schnell, ey. Barbian, los. Räumt auf. Wir wollten eigentlich locker schon lange den Prinz gezogen haben. Ja, 2-1 normalerweise. Und dann. Jetzt kommt unsere Mini-Armee. Wenn die da jetzt rankommen, dann haben wir gewonnen. Ja, jetzt haben wir gewonnen. Sie, ganz wichtig. 30 plus, ne? Ich bin in der Dimusk-Tiere. Also Blurz, das nehme ich heute auch noch auf. Abbruch. Oh, Bonus, Abbruch. Lohne. So, mal schauen. Vielleicht können wir den jetzt endlich. Kanone ist immer praktisch. Und die Hexe können wir upgraden. Das ist natürlich richtig stark. Rang 7. Können wir sonst noch was upgraden? Außer unten. Ja, der ist natürlich die Kanone. Wie findet ihr die eigentlich? Ich finde die, naja, solide schlecht. Das Skelett, ich grade einfach alles ab. Wir sehen uns gleich zum zweiten von drei Matches. So, da bin ich. So habe ich doch eben irgendwie das, diesmal mit der Hexe. Die müssen wir erstmal zerstören, das wird schwer genug. Das wird schwer und jetzt. Die Mann, was kann das sein? Die kann einfach die. Ich muss die wohl noch mehr bringen. Ganz wichtig. Die Ritter sollten wir easy clap ausschalten. Als wenn. Jetzt mal schauen, ob die. Die? Wir haben es uns gewinnen gegen die, ne? Die verteidigen unfassbar stark. Ja, den Kampf haben wir verloren. Wir kommen ja nicht mal in den Sturm. Richtig zumindest. Wir sind noch nicht so krass. Verteidigung. So, also das Match haben wir wohl vergeigt, ja. Soll ich mich überhaupt noch wehren? Wir haben eh keine Null-Chance. Null.
0,0. Und das bringe ich völlig falsche Figur. Ja. Steht zwar immer noch 0,0, aber ich bin aussichtslos hinten. Aussichtslos. Wir kommen ja nicht mal irgendwie in den Sturm. Nix. Nix ist das. Da bringt mir jetzt auch nur das Riesenskelett. Mal schauen, ob der überhaupt. Noch ist es unentschieden. Wenn wir da richtig klug verteidigen, könnte das so bleiben. Wir bringen einfach nur mal rechts. Nur rechts und jetzt links. Und jetzt vielleicht dieses 1-0. Jetzt könnte was gehen. Jetzt könnte was gehen. Aber ja, jetzt nicht mehr. Nee. Und jetzt kriege ich die Defensive rechts nicht in den Griff. Aber wir führen. Wir führen. Und jetzt verteidigen wir natürlich alles. Ah, und jetzt machen die das natürlich kackenfrech. Ja, war klar. War klar irgendwie. Riesenskelett, los, verteidigen. Rechts die Skelettarmee gegen Skelettarmee. Los, 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 Verteidigung, 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 nein, Verteidigung. Entlastung, Entlastung. Schweinereiter, Entlastung schaffen. Los, K.O.-Krone, los, lauf oder mach Schaden. Riesenskelett, los. Nein. Nein, so bitter verloren. Oh. Bittere Niederlage, aber haben noch. Es war, tat weh. Es tat einfach, es war unverdient. So, jetzt nochmal, jetzt öffnen wir. Morgen geht es dann richtig krass weiter. Also, keine Ahnung, was es ist. Ich soll, wir sehen uns jetzt vielleicht zum dritten und letzten Match. Die sehen bis jetzt richtig schlecht aus. Aber das kann sich ändern. Los, jetzt greift doch die kleinen Männer an. Jetzt vielleicht sogar schon das 1-0. Nein, der rennt so eine Vielfalt-Seite durch. Normalerweise sollten die dann das noch aufhalten. Ach Gott, die werden einfach abgeschossen. Die Männer, die alle kein Leben besitzen. Kobaltfass. Schon mal ein bisschen aufhalten. Los. Stark. Die Hexe macht sich bei mir. Jetzt vielleicht schon das 1-0. Damit wir uns ganz sicher gehen können, dass wir hier nicht direkt das Konter kriegen. Ich will jetzt das Ding nach Hause bringen. Ein dritter und abschließender Sieg wäre natürlich praktisch. Praktisch schön. Los. Jetzt rennt er auf die falsche Seite. Aber er macht schon mal Schaden. 2-0. Das ist das 2-0 normalerweise. Lasse ich mir das nicht mehr nehmen. Aber nur normalerweise. Na gucken. Hexe, Hexe, du bist stärker. Ja. Und jetzt ist das 2-0. Mal schauen. Weil normalerweise lassen wir uns das nicht mehr nehmen. Damit die da gar nicht erst anfangen. Durchzukommen. Sieg 2-0. Und jetzt bringen wir doch mal das Riesenskelett. Und jetzt hat sich eine kleine Armee, eine Riesenarmee aufgebildet. Die jetzt aber leider wieder komplett fast zerstört worden ist. Aber wir haben normalerweise jetzt 30 Sekunden Schluss gewonnen. Wir verteidigen alles, was wir irgendwie können. Und das sollte der epische Sieg werden. Das wäre schön. Ja! 3-0 gewonnen, Leute. 3-0 gewonnen. Das ist der dritte Sieg. Das zweite Sieg von 3. Also ganz gut ist es gelaufen. Wir können uns noch eine Belohnung abholen.
Und auch zwei so eine Dinger ziehen wir jetzt nochmal zum Schluss. Das ist natürlich auch praktisch. Den Ramborg haben wir nochmal. Der Ramborg ist aber scheiße, finde ich zumindest. Also, Girls, das kommt heute oder morgen raus, muss ich schauen. Da sind wir übrigens auch wie ein verrückter Au. Wir haben nochmal den. Und den Golem. Wir haben den epischen Golem. Der ist richtig krass. Also, morgen geht's so richtig ab. Mit richtig abgehen, das kann ich auch jetzt noch machen. Und dann. Irre krass. Wir haben einfach den Golem. Wir haben so viele krasse Leute. Wie viel haben wir denn neu? Zwei neue. Der Golem ist natürlich richtig nice. Wenn ihr wisst, was der Golem kann, dann würdet ihr auch aus. Den lassen wir für die Dinger ran. Und dann warten. Den werde ich, glaube ich, auch nicht ausstellen. Muss ich schauen. Na, weiß ich nicht. Sehen wir in der nächsten Folge. Und damit beende ich dieses Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst eine Glocke aktivieren. Nicht vergessen, Abo da. Schreibt einen Kommentar. Alles, was so ist. Und dann sehen wir uns morgen zu einem weiteren Video Clash Royale. Ciao, tschüss, euer Tom.